Heyo Leute, Crimex hier, was geht, ich bin Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu Minecraft, Leute, wir sind hier gerade bei uns zu Hause und haben ja auch Ingame hier eine Runde Minecraft gespielt, Leute, richtig nice, aber wisst ihr was, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal unseren guten alten Kumpel, den Wife, besuchen hier, Leute, weil der hat sein Haus hier direkt neben mir gebaut, Leute, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, Leute, wir gehen mal zu, Leute, was ist das denn? Was ist das denn da hinten? Hä? Ist das Lava, Leute? Ey, nein. Nein, Leute, das ist ein Lava-Tsunami und der bewegt sich direkt auf uns zu. Oh, Leute, wir müssen schnell zu Wife. Wir müssen ganz schnell zu Wife, Leute. Ich muss ihn warnen. Oh, der wohnt ja hier direkt in seinem Haus. Wird sogar noch davor betroffen sein. Lukas. Ey, der ist gar nicht hier am Zocken, Leute. Wo ist der denn? Lukas, hallo, wo bist du? Wife. Raus, Junge, was machst du hier? Störe ich dich gerade? Ja, ich bin auf Klo. Tut mir leid, aber ich muss dich, ist was Wichtiges. Ich störe dich nicht nur einfach nur so. Und zwar ein riesiger Lava-Tsunami bewegt sich auf uns zu. Junge, hast du wieder zu viel gezockt? Nein, komm, ich zeig's dir. Hä? Ey, wie Lava-Tsunami? Wir sind mitten in einem Wald, warum soll irgendwas... Ja, guck doch mal nach da drüben. Was soll denn hier? Oh. Ja, ey, ganz ehrlich, Lukas, ich hab keine Zeit, ich muss meine Sachen retten. Ja, ich hoffe, du schaffst das auch. Der kommt direkt auf uns zu, du musst dich retten. Oh mein Gott. Oh, Leute, ihr habt's mitbekommen, jetzt hier ein Lava-Tsunami kommt auf uns zu. Wir müssen uns irgendwie retten, wir werden uns jetzt einen Anti-Lava-Bunker bauen. Leute, lasst ein Like und ein Abo da, let's go. Oh mein Gott, Leute, ein riesiger Lava-Tsunami kommt. Wir haben hier zum Glück unser Notfall-Kit, Leute. Okay, wir können hier auf jeden Fall mit einigen Sachen was Cooles bauen. Ich finde, so einen richtigen Anti-Lava-Tsunami-Bunker sollte man auf jeden Fall unter der Erde errichten. Ich glaube, da sind wir uns einig, Leute. Und deswegen werde ich hier in meinem Haus, hier mitten im Wohnzimmer, werden wir jetzt hier den Boden rausreißen, Leute. Wie als wären wir hier bei John Wick, Leute. Und dann uns hier mal schön nach unten buddeln. Aber warte mal, das ist ein bisschen doof hier, Leute. Das ist gar nicht so schlau, was ich gemacht habe. Das ist überhaupt nicht so schlau, was ich gemacht habe. Erstmal brauche ich noch eine Fackel in die Hand, Leute. So, wir nehmen eine Fackel in die Hand, damit wir was sehen. Und wir brauchen natürlich auch noch direkt Leitern. So, hier sind Leitern. Okay, das ist gut. So, dann können wir nämlich hier, zack, das bauen wir mal weg. Dann setzen wir nämlich erstmal hier diesen fetten Deckel hier drauf, Leute. Okay, Leute, wir haben jetzt hier mal diesen Deckel hier gesetzt. Nicht ganz so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe, aber egal, Leute. Dann ist das halt hier einfach unterm Boden. Oh, guck mal, wie man das hier aufdrehen kann. Okay, Leute, das wird ein richtig krasser Bunker werden. Das wird auf jeden Fall ein richtig krasser Bunker. Oder wir setzen ihn generell erst weiter unten. Da bin ich jetzt gerade am Überlegen. Aber eigentlich dürfen wir auch hier jetzt nicht so übelst viel Zeit verlieren, sage ich euch ehrlich. Nee, komm, wisst ihr was? Wir setzen dieses Ding erst weiter unten hin. Wir gucken mal, haben wir hier so eine andere coole Tür, die die Lava abhält. Oh, was ist das hier? Reinforced Door? Sliding Trapdoor? Was ist das denn hier, Mann? Wir haben hier richtig coole Sachen. Oh mein Gott. Okay, das ist krass. Das ist krass, Freunde. Ey, wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns auf jeden Fall beeilen. Okay, wir haben jetzt hier so eine Trapdoor. Oh, das geht auf. Das sieht auf jeden Fall ja schon mal richtig cool aus. So, dann machen wir hier so einen Weg, der runterführt. Hier mit den Leitern. Okay, jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal ordentlich weit nach unten, Freunde. Ganz, ganz wichtig. Zack, zack, zack. Okay, so können wir hier besser die Leitern hinsetzen. So, zack, zack, zack. Jetzt ist hier der Weg, der nach oben führt in unseren Anti-Lava-Tsunami-Bunker. Wir gucken mal, was wir direkt noch mit runternehmen können. Oh, Seelaternen für Beleuchtung ist natürlich schon mal gut. Wassereimer. Mit Wasser können wir auf jeden Fall auch viel von der Lava wegdodgen. Oh mein Gott, man kann hier so richtig krasse Türen hier machen. Okay, das sieht ja alles schon mal richtig gut aus. Hier so Sicherheitstüren. Kameras. Kameras auch sehr wichtig für später, damit wir sehen, was hier oben abgeht. Oh mein Gott, panzersicheres Glas, Alarm. Boah, okay, richtig nice. Wisst ihr was? Ich würde sagen, wir können ja erstmal, oh mein Gott, warte mal, warum ist da Feuer? Kommt die Lava jetzt hier schon näher oder was? Wir machen erstmal hier so eine kleine Kamera hin, damit wir natürlich auch später das Haus von oben sehen. Das ist jetzt hier die Kamera 1. Ja, perfekt, das funktioniert. Also wir sehen auf der Kamera 1, wenn unser Haus abbrennt hier wegen der Lava. Das ist schon mal gut. So, dann gehen wir hier mal ordentlich weiter runter. Seelaternen nehmen wir auch mit. So, sollen wir hier innen drin noch was lassen? Im Haus? Ja, komm, im Haus machen wir auch noch eine Kamera rein. Kamera Nummer 2. Sehr gut, Leute, sehr gut. So. Die Klappe machen wir hier zu. Okay, und jetzt gehen wir, ich würde sagen, wir gehen sogar so weit runter wie möglich, damit wir gucken mal, gehen so weit runter wie möglich, Leute. Okay, so, hier die Beleuchtung, auf jeden Fall schon mal in unseren Keller runter. Ja, auf welcher Höhe sind wir? Wir sind auf der Höhe 5 und, oh, wir gehen richtig, richtig weit runter. Und hier wird dann, ey, Leute, das wird krass. Vertraut mir, ich habe schon eine richtig gute Idee. Oh, warte mal, reichen überhaupt die Leitern? Wie viele Leitern haben wir denn überhaupt? Also ich mache das schon hier so maximal, wie es geht. Wir können ja nur mit den Sachen arbeiten, die wir hier haben, Leute. Ja, okay, easy. Freunde, easy. Wir haben immer noch 9 übrig. Sehr gut, dann machen wir auch hier natürlich noch so ein paar Seelaternen rein, damit es hier nicht zu dunkel ist. Hier geht's in unseren super Sicherheitsbunker. Okay, wir haben noch 9 Leiter. Also wir könnten sogar noch 9 Blöcke nach unten, um hier wirklich die komplett maximale Tiefe auszuschöpfen. Ah, ja, wobei, Höhe 10. Ich glaube, das passt so. Okay, jetzt, und zwar habe ich mir jetzt was Krasses überlegt, Leute.
Hier, wo jetzt unser... Oh, 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 oh. Hier ist ja auch schon Lava. Hier ist Höhlenlava, Leute. Das ist ja gar nicht gut. Wir, als ob wir nicht schon genug Lava um uns rum hätten. Und zwar, Leute, hier in diesem Raum werde ich jetzt erst die Türe machen, die dann in unser... in unseren High-Security-Bunker reinführt. Weil, Leute, das wird nämlich gleich unter Wasser gesetzt sein. Das wird richtig krass, was wir jetzt hier machen. Ihr werdet gleich sehen. So, Freunde, okay, wir haben jetzt hier mal diese Bodenklappe hingesetzt, weil man geht erst hier runter. Und jetzt passt mal auf, jetzt habe ich nämlich hier eine richtige Five-Head-Idee, Leute. Wir machen jetzt hier nämlich erstmal noch eine unendliche Wasserquelle. So, unendliche Wasserquelle machen. Trick 17, man kennt ihn doch. Jetzt machen wir nämlich erstmal hier komplett Wasser. Das heißt, wenn es hier später Lava und sowas reinläuft, am Ende des Tages, wenn hier alles kaputt ist, dann ist hier erstmal Wasser, was das Ganze noch abblockt. Also das wird auf jeden Fall sehr, sehr wild werden. Zack, da kommt erstmal noch schön... Wasser überall hin. Ich glaube, ja, ist überall Wasser. Sehr gut. Dann ist hier so eine unnötige Höhle. Die machen wir erstmal zu. Zack, 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 zack. So. Und damit wir natürlich hier auch noch später was sehen, damit es hier nicht so dunkel ist, machen wir auch hier schon mal ein bisschen Beleuchtung nochmal hin. So, Seelaternen, Leute. Abfahrt. Boah, dann geht man nämlich erst hier runter. Dann ist erstmal Wasser, was das Ganze wieder ein bisschen ablöschen wird. So, bam. Und dann geht es nämlich erst hier in den richtigen... Security-Bunker rein. Mal gucken, wo hier der Bedrock anfängt. Okay, hier kommt Bedrock. Okay, hier geht's jetzt nicht mehr weiter runter. Aber egal, ist ja trotzdem schon mal gut. Oh mein Gott, nice. Oh mein Gott, ist das nice, Leute. Haha, dann machen wir nämlich hier auch nochmal die Klappe zu. Ey, Leute, das ist hier der krasseste Bunker. Checkt ihr das eigentlich? Das ist hier der krasseste Bunker. So, okay. Wir sind hier wirklich ganz, ganz, ganz weit unten. Also hier kann uns gefühlt nichts passieren. Bis hier irgendwie mal was ankommt, Freunde. Füllen wir das nämlich hier erstmal noch alles schön ein bisschen aus. Setzen natürlich hier auch noch gleich. So, nehmen wir mal hier den Leuchtplug in die Hand. Okay, müssen wir aufpassen. Hier ist nämlich auch schon ein bisschen Bedrock. Eigentlich müssten wir komplett eine Wasserschicht über unserem Bunker machen. Bin ich gerade am überlegen. Okay, machen wir. Wir können ja erstmal hier ein bisschen Beleuchtung nochmal. Wobei, eigentlich wäre es schlauer, die Beleuchtung im Boden zu setzen. Weil vielleicht wird das ja oben irgendwann mal weggesprengt. Ja, wir setzen das in den Boden rein, die Beleuchtung. Ist sicherer, Leute, ist sicherer. So, hier machen wir alles zu. Jetzt ist natürlich hier die Frage, Freunde. Wir setzen, ich würde nämlich mal erstmal auch noch eine Kamera auf jeden Fall hier oben in den Raum reinsetzen, damit wir alles immer überwachen können. So, hier kommt auch noch eine Kamera rein. Zack, dann wissen wir auch, was hier abgeht, Leute. Was haben wir denn hier noch alles? Road Barriers, Sliding Doors. Hier haben wir noch so Barrieren. Boah. Alter, dann setzen wir hier so eine Tür hin. Hahaha. Hä, wie nice ist das denn? Wie nice ist das denn? Boah, sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Wir können auch hier nochmal ein bisschen Wasser hinsetzen. Falls wir brennen sollten und hier runterkommen, dann wird man hier erstmal mit Wasser abgelöscht. Ihr merkt, ich habe mir hier richtig Gedanken gemacht. Ich habe mir hier richtig Gedanken gemacht, Leute. So, oh, so Barrieren. Finde ich auch cool. So, da muss man sich erstmal so ein bisschen dann durchjumpen, um da rüber zu kommen. So, zack, zack. Bauen wir hier einmal komplett alles zu. Sollen wir hier sogar noch mehr von den Türen hin machen? Wäre eigentlich auch lustig. Boah, das ist jetzt hier nur der Vorraum. Oh mein Gott, das ist hier der Vorraum. Dann geht man nochmal weiter. Hier kann man ja sogar so machen, dass man hier entlang schwimmen muss, um hier komplett vor dem Wasser geschützt zu sein. Also ich sag euch, Leute, da muss sehr viel passieren. Da muss hier wirklich sehr, sehr viel passieren. Machen wir nochmal eine zweite Sicherheitstür. Dann macht man, dass man hier erstmal mit Wasser noch abgelöscht wird. Oh nein, ich bin doof. Ich habe keine unendliche Wasserquelle. Ich brauche noch einen Eimer. Ach, weil ich da draußen ja was hingesetzt habe. Ich Bummi. So, unendliche Wasserquelle, Leute. Weil hier macht keinen Sinn. Hier ist eher besser, dass man hier so einmal abgelöscht wird. Boah, lol, Leute, das ist doch nice. So, dann hier zweite Sicherheitstüre. Dann kann man ja wirklich schon so überlegen, ob man das echt macht, so mit überall Wasser. Und hier würde ich dann halt jetzt wirklich sagen, was haben wir noch? Wir haben ja hier noch Panzerglas und was ist das hier? Large Iron Double Doors, was ist das denn? Das könnte auch sehr krass sein. Oder das als erste Tür. Das als erste Tür hier draußen wäre auch cool. Setzen wir erstmal so eine Tür hin. So richtig so eine massive Eisentür. Und dann kommt hier erst so dieses Technikmäßige. Ja, Mann, so machen wir das. Oh, und jetzt hier diese Vault-Tür. Die kommt jetzt hier. Das wird krank, Freunde. Das wird krank. Bin ich gerade am Überlegen, wie man die hier setzen kann. Something in the way.
Wir können ja mal kurz auch auf unsere Kameras schauen, ob die Lava schon näher gekommen ist. Okay, unser Haus hier scheint noch zu stehen, Leute. Das ist ja schon mal gut. Oh, okay, okay, wir haben's, wir haben's. Die kann sich auch nicht bewegen, wenn hier irgendwas in dem, im Weg ist, oder was? Junge, was ist das denn für eine fette Eisentür? Ah! Oh mein Gott. Ey, krank, krank, wie die aufgeht. So, weil dann würde ich nämlich sagen, Leute, setzen wir auch einfach nochmal hier was hin und eine Security-Kamera. Damit wir nämlich auch sehen, was hier davor abgeht. So, jetzt machen wir hier mal wieder auf. Zack, und das wird jetzt hier unser Schutzbunker werden. Und hier habe ich mir natürlich auch schon wieder was Krasses überlegt, Leute. Ihr kennt mich ja. Der Raum darf auch gar nicht so groß werden, weil das muss hier der ultimative Schutz sein. So, erstmal ein bisschen Licht machen hier wieder. Ich möchte hier nämlich eine komplette Wasserdecke reinziehen. Das heißt, wenn dann TNT auf mich runterregnet, wird Wasser das Ganze ja so ein bisschen abhalten. Also ich werde hier mir einen kompletten Wasserkäfig quasi bauen. Also da kann Lava, TNT, alles kommen, Leute. Juckt mich nicht. Ihr werdet gleich sehen, wie ich das mache. So. Oh nein, warte, ich bin doof. Ich will das hier gerade mit Stein bauen, aber wofür haben wir denn Panzerglas, Leute? Dann sieht man das ja auch wenigstens. Dann sieht man das ja auch wenigstens, dass da Wasser ist. Das wird ja dann noch viel krasser aussehen. Panzerglas mit Wasser obendrauf. Leute, das wird der krasseste Bunker aller Zeiten, ich sag's euch. Wenn es irgendwann einen Lavaregen geben sollte. Ihr dürft alle in meinen Bunker rein. Alle meine Abonnenten dürfen in meinen Bunker rein, Leute. Oh, das kann man gar nicht mehr kaputt machen. Oh, oh, oh. Man kann das gar nicht mehr abbauen, das Glas. War jetzt ein bisschen doof hier. Egal, warte, wir bauen uns außen rum. So, und jetzt brauchen wir am besten hier oben mal kurz eine unendliche Wasserquelle. Dann kann ich nämlich hier alles schön vollsetzen. Alter, Panzerglas mit einer Wasserdecke. So, dann können wir jetzt nämlich hier einfach zubauen. Und dann sind wir wirklich in so einem kompletten Wasserkäfig drin. Oh nein, nein, ich habe mich verbaut. Nein, geht das überhaupt? Kriegt man das überhaupt kaputt, Leute? Keine Ahnung, das ist zu krass. Mann, ey, das triggert mich jetzt. Das triggert mich doch jetzt hier schon wieder, Leute. Aber wir müssen aufpassen, wir haben gar nicht mehr so viel von dem Panzerglas. Oh oh. Das war nicht, das war ein bisschen dumm, Leute. Ich kann mich hier gar nicht komplett einbauen damit. Aber egal, links und rechts können wir sehen. So, dann machen wir einfach hier hinten jetzt wieder zu. Mit Cobblestone, Leute. So. Also ich würde sagen, Leute, wir sind fertig. Also wenn hier Lava reinkommt, Leute, dann weiß ich auch nicht. Oh mein Gott, Leute, der Alarm ist hier sogar schon an, Leute. Der Lava-Tsunami-Alarm.
Alter, seht ihr das hier überall? Der Tsunami kommt, mein Haus ist hier schon halb am Abbrennen. Oh mein Gott, Leute, ich hoffe, Lukas ist schon soweit. Ich hoffe, er ist bereit mit seinem Bunker. Oh, wir gucken mal schnell bei ihm, ob bei ihm alles gut ist. Ah, Lukas, oh mein Gott, okay, er hat ja auch relativ viel mit Wasser gemacht, sehe ich schon. Hallo, Lukas, wo bist du? Bist du in Sicherheit? Hallo? Lukas, wo bist du? Was machst du hier, Junge? Bro, hast du mal geschaut, was hier draußen abgeht? Ja, ich sehe es, ich habe Überwachungskameras. Alter. Lukas, ich wollte mich nochmal von dir verabschieden. Alles gut, ich gehe jetzt in meinen Bunker. Oh mein Gott, es ist um uns rum. Wir sehen uns morgen, wenn das Ganze vorbei ist. Ey, ich komm vorbei, okay, viel Glück. Danke dir auch, viel Glück, tschüss. Oh, Leute, nein. Ey, die Lava kommt hier über mein Haus schon. Jetzt aber ganz schnell, Leute. So, schnell hier rein. Klappe zumachen. Okay, wir gehen runter. Ey, Leute, ich glaube, wir haben wirklich was Krasses gebaut. Wir gehen hier einmal komplett runter. Also die Lava muss sich erstmal hier überall durchkämpfen. Also das geht ja hier wirklich geisteskrank weit runter. Wir haben überall Wasser. Dann nochmal unsere Sicherheitstüren. Allein hier, Leute. Nochmal Wasser zum Abblocken. So, zack, dann einmal hier rein. Zack, Leute, jetzt hier keine Zeit verlieren. Alles zumachen. Hier drüber. Hier Tore, alle Tore zu. Hier nochmal ablöschen. Das Tor auch nochmal auf. Ey, Leute, wir haben es echt übertrieben. Und wir sind in unserem Sicherheitsraum drin. Wir sind im Safety Room. Wir checken mal die Kameras. Nein, Leute. Schaut euch das mal an, was draußen abgeht. Oh mein Gott. Unser Haus ist RIP. Das Haus ist RIP, Leute. Schauen wir mal Kamera Nummer 2. Ey, die Lava ist in unserem Haus drin. Mein Gaming-PC wurde überrannt. Warte mal, ich höre da Explosionen. Leute, warum höre ich da Explosionen da draußen? Warte mal. Oh mein Gott. Nein, da explodieren sogar Sachen, Leute. Mein Haus wird komplett weggesprengt. Wir gucken mal, ist die zweite Kamera noch aktiv innen drin? Okay, die ist noch aktiv. Die hat sogar noch gar nicht zerstört hier von der Lava und so. Das ist schon mal gut. Aber Leute, man kann jetzt schon mal sehen. Also ich glaube, von unserem Haus ist jetzt schon nicht mehr viel übrig. Okay, hier in dem Safety Room. Also da muss noch sehr viel passieren, dass wir überhaupt hier vorne in dem Raum landen. Also alles gut, Leute. Gucken wir nochmal außen. Ja, gut, Leute. Also ich sag's mal so, unser Haus ist leider kaputt, aber wir sind sicher in unserem Raum. Okay, Leute. Also ich fühle mich hier eigentlich ziemlich sicher in unserem Bunker. Wir schauen nochmal hier die Überwachungskameras. Man kann die sogar bewegen, Leute. Oh, da drüben irgendwo muss Wives Haus sein. Ich hoffe, dem geht's gut. Wir sind hier mittlerweile der komplette Lava-Tsunami. Wir wurden aus der Kamera rausgeschmissen. Kamera 1 verloren. Kamera 2 ist sogar noch da. Die hat es noch gar nicht zerschossen. Da ist jetzt sogar auch noch ein TNT-Regen eingekehrt. Ich würde voll gern sehen, was draußen abgeht. Ich sehe aber leider nicht, was draußen abgeht. Wir haben nur noch hier diese Ansicht. Aber das heißt eigentlich, von meinem Haus steht noch relativ viel. Kamera 1 ist lost. Kamera 2 ist immer noch da. Hahaha, ist das schon alles, was ihr habt hier? Lava-Tsunami und TNT-Tsunami. Ha, easy, Leute. Oh, ich höre da Explosionen. Wir hören Explosionen, aber ey, Leute, also, um durch das Panzerglas, das Wasser hier runterzukommen, da muss richtig, richtig viel passieren. Hahaha, ich fühle mich hier ziemlich sicher in unserem Bunker. Oh nein, schön, hier wieder erstmal die Tür zu machen. Kamera 2 immer noch da, hä? Oh mein Gott, okay, Leute, der TNT-Regen geht weiter. Oh mein Gott, mein Haus wird erwischt. Hier läuft die Lava rein. Hier läuft komplett Lava rein. Aber ich muss sagen, Leute, also... Okay, mein Haus ist nicht mehr so viel da, Leute. Voll nice, dass diese eine kleine Kamera hier nicht erwischt wird. Wir hätten noch mehr Kameras oben platzieren müssen. Okay, hier ist nur Lava, ich sehe hier gar nichts mehr. Aber Leute, wir können ja mal schauen... Geh mal kurz hier raus. Meine ganzen Türen hier funktionieren nicht mehr. Meine Elektronik hat mich verlassen, Leute. Elektronik versagt. So, dann bauen wir uns doch nochmal lieber hier ein. Wir schauen nochmal, ob oben was Neues ist. Kamera 2 immer noch aktiv. Alles gut. Ja, also ich sag's mal so. Bis jetzt ist hier noch alles gut. Kann ich denn hier nicht mehr durchlaufen? Macht gar keinen Sinn. Hier kann ich auch nichts wegbauen. Ich kann einfach hier an manchen Stellen nichts mehr wegbauen, Leute. Stehe ich nicht so ganz. Aber wir könnten ja sogar eigentlich hier nochmal so ein... Ey, Mann, das geht auch nicht. Oh, Leute, wir gucken mal hier die Kameras. Ich habe hier noch eine Kamera von der Stadt gehackt gerade. Wir gucken mal. Oh mein Gott, mein Haus ist komplett weg. Hier ist nur Lava. Ich sehe gar nichts. Das ganze Dorf ist weg, Leute. Max, hallo? Warte mal, ich höre Lukas. Max. Warte mal, ich mache ihm hier die Tor. Lass mich mal bitte rein, Junge. Ja, ich lass dich rein, Lukas. Go. Warte. Ja, ich lass hier. Mach Junge, guck mal nach oben. Da kommt Lava. Mach, guck mal, wir müssen wieder reingehen. Oh mein Gott, nein.
Okay, mach alles zu, mach alles zu. Alles hier verriegeln. Hier drüber so. Hier lang, hier drüber. Oh mein Gott. Mach alle die ganzen Statuen zu. Oh mein ganzes Haus. Es ist alles kaputt. Komm hier rein. Ich hab gar keine Chance. Komm hier rein. Hier nochmal eine Tür zu. Und hier in den Tresor rein. Hier in den Tresor rein. So. Hä? Ich hab die Tür gar nicht gehabt. Oh mein Gott. Bro, guck mal, ich hab hier mit Panzerglas Wasser oben drüber in hinter 50 Sicherheitstüren. Ich glaube, das kann hier niemals bei uns ankommen, sag ich dir ehrlich. Oh mein Gott. Warte mal, ich sag mal, dir ehrlich, die Lava. Bei mir, ich habe eine Heizung und so im Haus gehabt. Es ist alles explodiert. Oh mein es ist Gott. Alles kaputt. Ey, okay, die Lava erreicht gerade hier den Vorraum, sehe ich. Aber da ist ein Wasserbecken. Ne, also wo ich dich abgeholt habe, da wo diese große Klappe war, da ist ja auch ein Wasserbecken. Das heißt, das löscht jetzt einfach erstmal alles. Also ich glaube, das sollte so, dürfte eigentlich nichts passieren hier. Ja, guck mal hier, die Lava. Haha, wird abgehalten. Bro, easy. Ich hab alles verloren. Alles ist weg. Oh mein Bunker war nicht stark genug. Keine Sorgen, wir werden uns wieder neu aufbauen, Lukas. Oh nein, hier, ich hab was in den Ding auf. Oh. Irgendwas explodiert bei nein, dir. Nein, die Gasleitungen. Warte mein Gott. Guck hier nochmal die Kameras, aber der Vorraum ist ja auch noch safe, also alles gut. Das ist strong mit Wasser. Okay. Das hatte ich auch bei mir unten im Raum. Also Bro, da ist gar nichts hier los. Das ist ja richtig hier nichts. Das ist immer noch nur im Vorraum die Lava. Okay, okay, ich höre hier immer mehr Explosionen, da kommt mehr Lava durch. Aber Gott sei Dank hast du so einen sicheren Raum. Bro, da müssen erstmal noch 3 weitere Türen durchbrochen werden. Okay, okay, Leute, ich guck nochmal in den Vorraum. Hier die Lava breitet sich langsam mehr aus, aber... Oh, nein, 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 nein. Oh, das hat die Kamera, das hat mich aus der Kamera... Nee, oh alles mein gut. Gott. Nein, 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 okay, es ist ein oh nein, es ist weiter vorgerückt. Okay, die Lava ist mittlerweile an der großen Eisentür angekommen. An der hier vor uns? Nein, 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 noch eine davor. Okay. Boah. Ich weiß nicht, wie lange wir das noch durchhalten. Ey, Bro, sei mal ehrlich, sind wir sicher hier drin? Ich weiß, ich kann es dir nicht versprechen. Oh, das ist meine letzte Chance, Mann. Ich kann es dir wirklich nicht versprechen. Gibt's hier einen Notausgang? Nein, hier ist auch nichts. Oben ist auch alles voll. Hier ist ne? Ende. Aber selbst hier müsste es erstmal noch das Wasser- und Panzerglas durchdringen. Und diese Tresortür von vorne. Also eigentlich sind wir jetzt ziemlich sicher. Ja. Warte mal, ich guck nochmal kurz in die Kameras. Oh oh. Security-Kamera 1, 2 und 3 sind schon kaputt. Ja. Hier. Ich höre, wie Wasser auf Lava trifft. Oh das mein Gott, nein! Nein, 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 nein. Die Vorkammer ist voll überflutet mittlerweile. Wow, die Tür ist weg, die Tür ist weg, die Tür nein, ist weg. Nein, nein, was? Hast du was? Noch eine Tür? Hinter uns! Was? Nein! Nein! Nein, 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 nein! Bro! Wie? Was ist das für eine... Oh mein Gott, was ist das für eine Billigtür? Oh, Lava! Lava! No. Nein! Oh, nein, 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 nein! Okay, Leute, der Lava-Tsunami hat gewonnen und hat uns alle platt gemacht. Leute, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da und bis dahin. Haut da rein, Leute, euer Crymix.